Dein letztes Bundesligaspiel hast du am 30. März 2019 gemacht. Danach warst du erst sehr lange verletzt und dann nicht mehr gefragt. Als jemand wieder auf die Idee kommt, auf dich zu setzen, ist es Januar 2021. Dieser jemand ist Bo Svensson, mit dem du selbst noch zusammengespielt hast. Mainz, der Verein, für den du seit 14 Jahren spielst, ist letzter. 6 Punkte nach 15 Spielen und 33 Gegentore. In den nächsten 14 Spielen stehst du in der Startelf. Aus 11 Niederlagen werden 3, aus 2,2 Gegentoren pro Spiel werden 1,07. Natürlich nicht nur wegen dir, aber eben auch. 5,3 gewonnene Kopfballduelle, 2,27 abgefangene Bälle und 8,33 geklärte Bälle pro 90 Minuten. Das sind alles Spitzenwerte im Top-5-Ligen-Vergleich. Nicht eingepreist ist da die Sicherheit, die du noch deinen Nebenleuten gibst. Fein hinten rausspielen, progressive Dribblings, das können die anderen machen. Du bist alte Schule und das ist auch gut so. Du bist Stefan Bell.